Ich würde bei E1 stehen bleiben spätestens. Sonst fährst du in die Gegner rein, nämlich. Du kannst dich auch hier hinstellen, oder ihr mit dem T116 und ich fahre ein Stück vor zum Aufdecken. Tja. Jojo. Komm mit vor. Nee. Bleib doch stehen. Ja, alle anderen kommen auch. Gott, ist ja doch doof. Ich wollte euch hier aufdecken, ich wollte mich hier hinstellen zum Scouten, dass ihr von hinten drauf schießen könnt. Völlig unnütz. Hier, jetzt könnt ihr schön von hinten, hättet ihr schön schießen können. Allesamt. Wo der da oben aufgeht. So war der Plan. Und nicht, dass er hier alle mit durchtuckert, ja, nur weil ich... Hier haben sie schön offenes Feld, ne? Das ist so schrecklich. Einer fährt vor, da müssen wir alle mit. Genau, jetzt haben wir hier alles... Aber es sind alle gefahren. Was hätt's gebracht, wenn ich alleine hinten stehe? Das du hättest draufschießen können von hinten. Du hast halt so eine erhöhte Position. Weil jetzt stehen wir hier alle unten drunter und können alle nicht wirken. Toll. Und von hinten, die können nämlich noch. Jetzt muss ich wieder zurückfahren. Du musst dich schon mal an meine Anweisung halten, wenn ich hier Panzerkommandant spielen soll. Ja, das stimmt. Nee, ich hab nur grad die anderen halbwegs vertraut und das war irgendwie der Fehler. Nee, World of Tanks ist ein noch schlimmer Randoms als in allen anderen Spielen. Ja, gut. Ich dachte eigentlich, das wäre so ein bisschen koordinierter hier, weil Nur, ne? Geh immer davon aus, du spielst mit irgendwelchen kompletten Anfängern. Noch schlimmer als du, die haben dann auch kein Gehirn, die haben das Gehirn beim Einloggen abgegeben. Wie oft ich mich schon geärgert habe, dass wir nicht einfach für einen Sieg spielen, sondern irgendwie für Kills und so einen Scheiß. Oh, okay, den hast du. Sehr schön. So, jetzt kann ich von hinten Deckung geben. Ich müsste jetzt drei Streams gleichzeitig mit Sound gucken, warum das? Oh, scheiße! Ja, gut. Warum das, René? Oh, hinter dir, shit, der LTP. Den habe ich durchfahren lassen. Ach komm schon. LTP ist links unten. Hier. Der ist gleich bei dir. Ja, den konnte ich aber nicht abhalten. Links von dir ist aber noch ein Vierer Elektro. Dein Critical Roll, D&D und hier. Tja. Der will dich nur scouten, deswegen ist der da unten. Ja, aber der hat keine Rückendeckung mehr, die haben wir ihm gerade zerschossen. Ich denke, ich kann hier... Ja, oh, du hättest schießen können, Ja, dachte ich nicht. Ich dachte nicht, dass er da rausfährt. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Gegner Gehirn haben. Ich gehe halt davon aus, dass Gegner Gehirn haben. Kommt der hier hoch, der T29? Ich glaube schon. Die Arti wird wahrscheinlich nicht mehr offen. Ja doch, der fährt dir entgegen. Naja, aber ich will dem Toldi helfen. Das ist der Toldi nämlich alleine gegen den Gage noch. Ja, guten Tag. Wie geht's Ihnen denn so? Ja, moin. So. Ja, deswegen, ich musste mitfahren, sonst wäre der Toldi einfach von dem umgerannt worden. So, wir haben alle aufgedeckt, aber die vom Gegner noch übrig sind. Wir dürfen uns jetzt bloß nicht einzeln aufrauchen lassen. Toldi, lass mich mal vorfahren, ich kann dir noch ein paar Schüsse tanken. Und Keho, du solltest am besten auch ein bisschen entspannt machen. Ninja gehen, der kommt. Ja. So. Ja, der ist noch oben. Ja, ich seh's. Oh Gott, wo fahr ich denn hier hin? Ich dachte, der hat deine Kette getroffen. Ja, die Kette ist egal. Wenn die ein bisschen beschädigt ist, ist es egal. Oh Gott, ich hätte da mehr soaken müssen. Wo vor dir noch irgendwo was? Oh, ist Frage. Nee. Hinter mir ist das. Hinter dir was? Ganz im Norden. Auf A4 war das zuletzt. Ach, dieser SAV. Jojojo, aber... Ja, jetzt bräuchte ich mal ein Reparaturkit, weil jetzt nämlich mein Motor zerstört. Oder angefrackt. Ich habe 600 Damage, deswegen meinte ich, bleib hinter mir stehen, dann kannst du schön reinschießen. Das war eigentlich dein Auftrag, was ich jetzt gemacht habe. Es ist halt Quatsch, wenn... alle an die gleiche Stelle knüppeln. Ja, ohne Scheiß, die sind alle vorgelaufen, weißt du? Und da habe ich mir gedacht, gut, alles klar, fahr ich halt mit. Überlegen hab's als Abzeichen erste Klasse, habe ich gerade bekommen. Besser als 95% der Durchschnittserfahrung. 600 Erfahrung, Alter, in so einem Gefecht.